Thema Exponentialfunktion, Aufstellen von Funktionstermen. Hier geht es um den Graph von g mit g von x gleich a mal e hoch x plus c. Also wir brauchen die Werte für a und c. Wir haben die Infos, Asymptote y gleich 2, also eine waagrechte Asymptote y gleich 2, also auf der Höhe 2. Und die Kurve verläuft durch 0-1. So, ihr solltet wissen, Thema Asymptoten. Wenn ihr euch den Funktionsterm anschaut, ihr habt ja hier einen Summanden mit e und den weiteren Summanden ohne e. Das ist eine Kurve vom Typ e hoch plus x. Ne, das heißt, dieser Summand mit e, der strebt gegen 0, wenn x gegen minus unendlich strebt. Ne, und dann ist ja nur noch das c übrig und das gibt die sozusagen die Asymptote an. Und wenn wir jetzt wissen, dass die y gleich 2 die Asymptote ist, dann können wir direkt für c den Wert 2 einsetzen. Okay, also das heißt, einen Buchstaben haben wir schon mal. Wir können den Funktionsterm schon mal so weit aufschreiben, a mal e hoch x plus 2. Also nochmal, dieser Summand ohne das e hoch x vereinfacht gesagt, entspricht dann der Gleichung der Asymptote. Dann brauchen wir noch den Wert für a, kriegt man hin, weil wir haben ja noch eine ungenutzte Info. Die Kurve geht durch 0-1, dann setze ich einfach mache ich eine Punktprobe, für y sozusagen minus 1 einsetzen, für x die 0 einsetzen. E hoch 0 ergibt 1, also hier steht vorne einfach nur a, dann bringe ich die 2 auf die andere Seite, dann habe ich 1a gleich minus 3. Okay, und dann bin ich fertig. Ich sollte ja nur die Werte für a und c bestimmen. Der Funktionsterm wäre natürlich dann minus 3 mal e hoch x plus 2. In dem Stil kriegt ihr auch die Aufgabe 2 hin. Aufgabe 3, da habt ihr jetzt drei Kurven und nur eine passt zu dem Term hier. Ihr sollt rausfinden, welche, und ihr sollt noch a und b bestimmen. Ne? Wenn ihr euch jetzt den Term anschaut, da kann man schon mal wieder ziemlich viel rauslesen. Wir haben wieder zwei Summanden. Einer enthält e, einer nicht. Das heißt, hier haben wir wieder eine waagrechte Asymptote, y gleich a. Wenn hier jetzt ein x dabei stehen würde, dann wäre das keine waagrechte Asymptote. A mal x wäre dann eine schiefe Asymptote. Ja? Okay, also eine waagrechte Asymptote, y gleich a, und wir haben hier eine Kurve vom Typ e hoch minus x. Das heißt, nicht so, sondern andersrum. Wir haben eine Annäherung für x strebt gegen plus unendlich. Okay, und mit den zwei Infos könnt ihr, glaube ich, schon ausschließen, wenn ihr dann wenn ihr dann die weiteren Werte für a und b bestimmen wollt, dann könntet ihr einfach auch Punkte einsetzen. Ne? Ihr könnt ja hier den Wert 0-1,5 verwenden. Dieser Punkt 0-1,5 ist ja eindeutig ablesbar. Okay, ja, kriegt ihr auch hin, denke ich. Ihr habt eine Kurve, zwei Unbekannte, zwei Punkte. Aufgabe 5 noch kurz zwei Sätze dazu. Also wir haben drei Terme, aber vier Schaubilder und wir müssen zuordnen. Ja, also ich würde immer so vorgehen, man kann ja schon mal ziemlich viel rauslesen. Ne? Also hier, das ist eine Exponentialfunktion vom Typ e hoch plus x mit einer waagrechten Asymptote minus 2. Hier habe ich waagrechte Asymptote minus 2, aber im Typ e hoch minus x. Hier habe ich eine schiefe Asymptote. Also die Asymptote sollte sozusagen x enthalten. Und hier habe ich eine Parabel. Und ihr könnt, glaube ich, von jedem Koordinatensystem Punkte eindeutig ablesen. Dieser Punkt zum Beispiel. Und damit könnt ihr dann zuordnen und die Werte für a, b und c bestimmen.